Go! Ja! Look! Ja! Deutsch! Hallo zusammen! Wir sind hier heute auf einem Kampfsport-Event, vor allem auf einem Karate-Event. Hier sind ca. 200-300 Kämpfer und Kämpferinnen aller Altersklassen. Und heute geht es darum, dass die, die neue Gürtel bekommen haben, von ihrem Meister geehrt werden und dann auf die Bühne kommen, einen kleinen Pokal bekommen und ihren neuen Gürtel bekommen. Und ich find das so speziell und so besonders und so schön und so geil, weil ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Sport eine der essentiellsten, wichtigsten Dinge ist, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten, um eine Gesellschaft nach vorne zu bringen. Weil bei all den Dingen, die hier abgehen in Indien, Hunger, Armut, gesellschaftliche, politische Zerrüttungen, ich glaube, der Sport ist eine der essentiellsten Dinge, um diese Gesellschaft nach vorne zu bringen, vom Individuum ausgehend. Weil Sport bringt uns nicht nur körperliche Kraft, sondern auch mentale Kraft vor allen Dingen. Und eine der wichtigsten Lektionen, die wir als Mensch jemals, glaube ich, lernen können, ist es, dass wir nicht immer hilflos sind, sondern dass wir, wenn wir Arbeit und Energie irgendwo reinstecken, dass wir unsere Situation verbessern können. Und Kampfsport, da geht es nicht ums Kämpfen, sondern Kämpfen ist nur die Sprache des Kampfsports. Worum es eigentlich geht, ist genau diese Kraft des Körpers, diese Kraft des Geistes aufzubauen, um daraus Charakter zu formen, der einen nicht nur zum besseren Kämpfer macht, das ist nur ein Nebenprodukt, sondern vor allem zu einem besseren Menschen, der ein besserer Vater wird, eine bessere Mutter, ein besserer Anwalt, ein besserer Teil dieser Gesellschaft. Ein besserer Schüler auch. Ja. Genau, und das war auch was ich gerade in der Rede, habe ich gerade gebeten, eine kurze Rede zu halten. Das war auch genau das, was ich gesagt habe. Und ich finde es wirklich, wirklich richtig schön zu sehen, wie hier 200-300 Kinder zusammen üben und versuchen, jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Und diese Lektion ist priceless. Anni, willst du noch was hinzufügen? Nicht. Ich gucke hier die ganze Zeit zu, das ist so interessant. Ja, wir machen gleich auch ein bisschen mit. Okay, bis bald. Ciao. Loser! Der gar nicht da. Wie man sieht, sieht man eine Traube von Menschen. Und da drin ist Gerrit. Nein, Taka Hillary. Ich glaube, es ist Armdrücken. Wie mit der DJJ.